Servus und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Wir sind immer noch bei Mario Party für die Switch und wir befinden uns im Geheimraum. Hier bei Toad nämlich einen Geheimraum erstellt. Jetzt aber nichts nehmen von den coolen Sachen. Ich kann auf die Leute rausspringen ein bisschen. Aber wir können hier ein paar Geheimspiele machen. Die machen wir jetzt mal. Wir testen das mal. Das ist der Freizeitraum. Guck mal, da gibt es ein paar Sachen. Wir machen mal... Machen wir mal hier den Trichter-Baseball, oder? 2 gegen 2. Los geht's. Testen wir mal. Achte auf die Ausrichtung von... Platziere die Konsole, wo jeder sie sehen kann. Okay, das können wir gar nicht machen. So machen. Wie viele Innings wollen gespielt werden? 3. Ich spiele es am Bildschirm und nicht, dass das Gerät liegt. Ich bin unterwegs nicht schlecht, glaube ich. Kann ich also nicht genau testen. Werde ich nochmal nachlegen, wie es denn genau läuft. Okay. Oh, ein Foulball, okay. Oh nein! Scheiße. Aufpassen. Ja, war gut. Ja, okay. Oh, scheiße. Okay, testen wir mal. Was, bin ich so langsam? Oh, fast in das Ding rein. Aber wir können weiterlaufen. Baseball ist nicht ganz mein Spiel. Oh, ein Home Run. Los geht's. Da sage ich gerade, Baseball ist nicht ganz mein Spiel. Und zack, hau ich einen Home Run rein. Der muss man ein bisschen, der ist, muss man ein bisschen früher hauen, weil der nicht so schnell... Ach so, das bin ich ja gar nicht, so ein Quatschkopf. Aber der trifft ja gar nichts. Der ist recht schlecht, der Typ. So, ich zeige Ihnen das jetzt, wie es geht. Ach, das ist auch out? Okay. Schlecht. Au. Guck mal, wie ich hau hier hinten. Mach das genauso wie ich. Okay. 3 Punkte gemacht. Jetzt sind wir dran. Okay. Aha. Okay, einen schnellen oder langsam Ball machen? Sehr gut. Nächster Schlagmann. Komm, Mario, du wirst auch nichts treffen. Oh nein, aber auch out. Ach, verdammt, Dax. Ich kann keine Punkte holen hier. Nein! Haha. So. Siehste. Keine Punkte geholt. Jetzt sind wir wieder dran. Oh, Mario. Oh, Mist. Oh, zu früh. Ah. Oh nein! So eine Gemeinheit. Oh, Luigi. Wario. Ah, schade. Sah allerdings ganz gut aus. Okay, also Wario kann gar nichts.
Was? Den hab ich dafür getroffen eigentlich. Ja! Von Wario. Ein bisschen. Einmal treffen. Ja! Home Run versuchen. Nein! Shit. Sind nicht viele Punkte? Gucken. Ich lerne lieber springen, muss man sich alles angucken. Aber macht's ganz gut, Wario, da, mit seinen Bällen. Hm. Mehr oder weniger gut. War gut, Mario. Mehr von den Dingern. Ach! Einer reingelöscht ins Hitfeld. Strike! Und raus mit der Tante. Kann die gar nicht einfangen hier hinten, die Bälle. Doch! War nicht schlecht. Am besten ist es, den so hinzuhaben. Nach links hauen die ganz selten irgendwie, ne? Oh, das war's. So, letzte Runde. Also, fast letzte Runde. Versuchen mal ein paar Punkte zu machen hier. Das klappt. Ja! Sehr gut. Ah, zu früh, zu früh, zu früh, habe ich leider gesehen. Oh, das war so ein langsamer Ball. Oh, verdammt, Axt. Ja! Komm, Wario, bitte. Weiß was. Ah, verdammt. Gar nicht so leicht. Merke ich selber, was gar nicht so leicht ist. Ah, ehrlich. Nein! Das ist ein langsamer Ball. Oh, und dann fängt er dann auf. Was kommt, Wario? Wir müssen uns irgendwie noch einen Punkt machen, wenn wir sind. Ja. Ja. Okay, aber jetzt passiert ja nicht mehr so viel bei denen, glaube ich. Mario, mach doch was da hinten. Yes. So, Daisy, dann komm her. Das war gar nicht so schwer. Nein! Ach, Daisy. Gehen wir jetzt raus. Foul ball.
Haha, out. So. Ja, Bowser Wario gewonnen. Das war noch nicht schlecht. Okay. Gibt's ein paar Punkte für? Home-Run-Bonus, okay, nicht schlecht. So, wir gehen mal wieder in den Freizeitraum. Da gibt's noch mehr Spiele. Und wir nutzen mal das hier. Panzerschlacht Deluxe. Das ist das, was man auch im Trailer gesehen hat. Wir machen es natürlich jetzt ohne der Ausrichtung, aber das ist das, was man im Trailer gesehen hat, wo man rumfahren muss. Terrain auswählen. Das ruhig nehmen. Los geht's. 3, 2, 1, los! Oh, ich habe mich erst getroffen, oder? Ich will das gar nicht. Oh nein! Ach, das prallt ja an den Wänden ab. Das ist ein Blödsinn. Oh nein, 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 nein! Oh, ich wollte ihn noch treffen. Scheiße. Und ich wollte ihn noch treffen. Ist auch geil, ne? Oh! Wie gefährlich da zu starten. Oh, ich glaube, ich habe verloren. Ich wurde zu oft getroffen. Schade, schade, schade. Aber ein lustiges Spielchen. Panzerschlacht. Kann man mal spielen. Gibt ein paar Punkte dafür. Zwei platzierter Bonus. Spielen wir nochmal eine Runde. Wir gewinnen, ne? Los geht's. Ah, wir wissen, wer gewinnt. 3, 2, 1, los! Hui! Hier durch? So? Sehr gut. So. Gute Position hier. Komm her, du. Oh. Ah, traust du nicht? Dann weg hier. So, diesmal habe ich aber souverän gewonnen, würde ich sagen. Gibt ein paar Punkte für mein Toad-Tablet. Mach was man mit den Partypunkten machen kann. Ja, nee, jetzt gehen wir in den Freizeitraum. Gucken uns mal, ob wir das nächste Spiel angucken können. Panzerschlacht. Versuche dich an einzigartigen Spielen mit verblüffend vielfältigen Formen der Konsolennutzung. Blockpuzzle. Ja, ist natürlich nicht ganz so spannend. Ist natürlich cooler, wenn man das machen könnte, während man die Geräte auf dem Tisch liegen hat. Ich will euch die einfach mal zeigen, weil ich denke, das ist eigentlich nicht schlecht. So, Mario puzzeln. Start. Ah, so, okay. So, warte. Das war jetzt blöd. Das war jetzt blöd. Okay. Hätte man anders lösen können. Jetzt machen wir so. Oh. Ich muss dann eigentlich den da als erstes hin haben. Warte mal. So. Okay, es dauert alles ein bisschen.
runterziehen, runterziehen, runterziehen. Oh, es gibt sie, muss ich einmal außen rumrennen. Okay, es ist natürlich echt lange jetzt. Aber. So. 54%? Achso. Ach, verdammt, Lachs. So. Zack. Okay, hat ewig gedauert, aber wir kriegen ja unsere Punkte. Neuer Rekord. Neuer Rekord, ja, okay. Weil es der erste Rekord ist. Super. Okay, was haben wir denn noch hier im Freizeitraum? Bananensplit. Legt eure Konsolen hin, dass die Bananen wieder zusammengesetzt werden. Da brauchen wir zwei Konsolen für. Die haben wir leider nicht. Ja. Gehen wir wieder raus aus dem Modus hier. So. Ja, ich dachte, wir gehen mal ein bisschen durch die Welt hier und zeigen euch, was es noch so gibt. Hier zum Beispiel. Haben wir. Etwas, was wir noch nicht nehmen können. Tod ist noch nicht freigeschaltet. Hier kommen wir auch noch nicht hin. Macht ja aber nichts. Werte Bowser, wenn euch einmal nach Wein zumute ist, könnt ihr euch immer gern hinter mir verstecken. Haltet euch bitte bei der Lautstärke zurück, ja? Sonst denkt alle, das wäre ich. Wäre ja peinlich. Darf man nicht rein? Werte Bowser, seid ihr bereit für die Party? Diesmal wird mich niemand zerstampfen, außer natürlich ihr wollt es. Okay. So, die können wir alle wahrscheinlich mitnehmen. Hallöchen, hier ist Birdo. Wie geht's stets, Bowser? Das hier ist schon die 11. Party. Ist das zu fassen? In ihren Anfängen sah diese Veranstaltung noch ganz anders aus, das kann ich dir sagen. Beziehungsweise kann ich nicht, denn ich erinnere mich selbst nicht mehr. Na gut. So. Werte Bowser, bitte gebt mir ein Autogramm auf meinen Panzer. Wenn das zu viel verlangt ist, wäre ich auch über drei Kreuze schon glücklich. Partnerparty. Mario Party auf Zweierteams. Raft-Abenteuer. Mario Party. Beatbühne, Beatbühne können wir uns auch mal angucken, oder? Hast du Rhythmus im Blut, dann ist die Beatbühne genau das Richtige für dich. Bring das Publikum mit deinen grandiosen Auftritten zum Kochen. Mann. Vermeide Kollision mit Personen oder Objekten in der Umgebung. So, ich stelle mich mal weiter weg. Das heißt, ihr hört mich jetzt ein bisschen schlechter. Erstens mal. Das Haus ist komplett ausverkauft. Gleich beginnt die Show. Bist du bereit, Bowser? Ja. Wie sieht es bei dir aus, Wario? Ja. Okay, und du, Daisy? Ja, ist auch bereit. Wie sieht es mit dir aus, Mario? Super. Also meine Stimme wird ein bisschen weiter weg sein jetzt, denn ich habe kein Headset auf. Zeit für den unter den Bühnenauftritt. Fertig? Ja. Super. Ich bin gespannt. Der Beat ist schon mal nicht schlecht. Frage, was man machen muss. Bewege deine Faust genau im Rhythmus. Boah, ist ganz anstrengend, auf den Bildschirm zu gucken. Bring an die Blöcke. Okay. Jetzt. Okay. Geht? Ach, im Rhythmus noch. Ah, trotzdem gewonnen. Treib dein Pferd an. Okay. Okay, testen wir es mal.
Oh, hier bin ich auch schlecht. Und trotzdem noch gewonnen. Ganz hinten gewesen und trotzdem noch eingeholt. Dreh deinen Karton um. Okay. Oh, Bowser kann's. Oh, jetzt noch nicht mehr. Mist. Schade, Mario besser. Na gut. Jetzt. Das war's? Gewonnen hat. Bin so gespannt. Yes, applaudiert Bowser. Ich hoffe, ich habe gewonnen. Ich glaube schon. 3 Spiele. Hat gewonnen. Ja, Bowser. Boom. Da tanzt er erstmal. War schon drauf. Glückwunsch, Bowser. Ich mach Punkte. Perfekt. Oh, nee, wir wollen aufhören. Ja, guck mal, das sind so ein paar kleine Minispiele neben dem eigentlichen Hauptspiel. Was natürlich sehr cool ist. Ich glaube, es gibt noch sehr viel mehr zu entdecken. Das werden wir alles noch entdecken. Eigentlich nicht jetzt, aber beim nächsten Mal. So, gucken wir mal. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. So, hier stehen Minispiele. Was hier denn? Online-Marathon. Mist dich in einer Serie von Minispielen mit Spielen aus der ganzen Welt. Ja, das machen wir jetzt nicht. Beim nächsten Mal gehen wir hier ins Online-Modus rein. Ich will nochmal hier bei den Minispielen gucken. Kann man hier alle Minispiele sehen oder nur die, die ich freigeschaltet habe? Ah, okay. Nee, gut. Aber ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kleiner Eindruck nochmal. Meinerseits. Und ja, was sagt er denn hier überhaupt zu uns? Hier wird eine tolle Attraktion vorbereitet. Du würdest sie sicher gerne sofort ausprobieren. Aber leider musst du dich noch etwas gedulden. Du kannst hier spielen, sobald alle Minispiele freigeschaltet sind. Okay. Das müssen wir nochmal schaffen. Kriegen wir auch hin. War nicht rüber, leider. Gut. Oh, jetzt. Carmack macht nochmal das Ding frei. Dann gehen wir natürlich auch da rein. Oder? Das probieren wir auch mal. Beim anderen war das Tod-Freizeitraum. Und hier ist es. Was haben wir da? Willkommen, Bowser. Na, wie gefällt dir dieser Raum? Alles, was du hier siehst, habe ich mir ausgedacht. Nur etwas Deko fehlt, Bowser. Wie wäre es, wenn du den Raum mit ein paar Stickern schmückst? Ach so, jetzt kann ich wahrscheinlich mit meinem... Anbringer? Tafel auswählen. Ach so, okay. Okay, dann mach ich mal hier hin. Kleiner machen. Warte mal. Kleiner machen. Hier oben rauf, den kleinen Mario. Perfekt. So. Speichern. Nur testen. Sehen. Aha, okay. Kann man so ein bisschen ein paar Sticker anbringen. Auch nicht schlecht. So, Carmack, was hast du noch zu erzählen? Nachdem ich den Austragungsort herbeigezaubert hatte, war die Arbeit noch lange nicht vorbei. Toad und Toadette geben sich die größte Mühe, aber ohne meine Hilfe geht es nicht. Bowserliche Befehle führe ich immer mit höchster Sorgfalt aus. Ja, sehr gut. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal entdecken wir bestimmt mehr in dem Spiel. Hoffe, ihr seid dabei. Und bis dahin, tschüss.